So, weiter geht's. Noch 43 Tage bis New York Marathon. Heute machen wir eine kleine Laufeinheit, quasi zum Aufwärmen. Und danach machen wir Mobilität und Stabilitätstraining. Extrem wichtig für das Lauftraining ist die Mobilität und Stabilitätstraining. Das darf man nicht skippen. Es ist nicht nur Laufen, es gehört viel anderes dazu. Unter anderem diese Übungen, was wir jetzt gleich machen. Okay? Bleibt dabei und let's go! So, die Laufeinheit erledigt, war super, leichte Einheit, 40 Minuten mit einem kleinen Pushes da in der Mitte, jeweils 10 Sekunden. Jetzt damit durch, jetzt mal hier im Park und machen wir unsere zweite Einheit und zwar Mobilitätstraining. Sehr, sehr wichtig, wie gesagt, das darf man nicht skippen, Mobilitätstraining ist sehr wichtig und um den Becken zu stabilisieren, um die Gelenke zu stabilisieren, damit alles gut läuft beim Marathon. Es ist nicht nur Laufen, gehört auch was anderes dazu. Es geht nicht nur jeden Tag 10 Kilometer laufen, dann ist alles gut, dann kann man den Marathon gut schaffen. Nein, das gehört auch viel anderes dazu, unter anderem Krafttraining, Mobilität und Stabilität. Und heute machen wir ein paar Einheiten in der Mobilitätstraining. Ja, seid dabei. Let's go!
waren ein paar einfache Übungen, die wir jetzt gemacht haben. Die kann man entweder draußen machen oder zu Hause machen. Sehr, sehr wichtig für den Marathontraining. Das muss man auf jeden Fall im Training mit einplanen und regelmäßig auch machen. Nicht nur joggen und hoffen, dass alles gut läuft. Das gehört auch dazu. Wenn das euch gefallen hat, teilt das Video mit euren Freunden, die auch an das Laufen interessiert sind, und gebt Like und abonniert den Kanal. Für tägliche Updates mache ich immer Stories auf meinem Instagram. Ich lasse euch den Instagram hier von mir. Bitte folgt mir auf Instagram, und damit ihr nichts verpasst. Okay? Und wir sehen uns nächste Folge. Weiter geht's.